Letzten Sonntag haben wir gehört, wie Jesus seine ersten Jünger berufen hat. Mit dem heutigen Evangelium machen wir einen größeren Sprung. Inzwischen ist Jesus mit seinen Jüngern durch Galiläa gezogen und hat seine ersten Heilstaten gewirkt. Unter anderem hat er einen Aussätzigen reingemacht, er hat einen Gelähmten geheilt, er hat einen Zöllner in die Nachfolge gerufen und er hat am Sabbat einen Mann von seiner verdorrten Hand geheilt. Dann ist er mit einer großen Schar der Jünger auf einen Berg gestiegen und dort hat er aus dieser Schar 12 zu Aposteln erwählt. Heute hören wir, wie es dann weiterging. In jener Zeit stieg Jesus mit den 12 den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon waren gekommen. Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Weh euch, die jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Jesus kommt also mit den frisch ernannten Aposteln und einer großen Schar von Jüngern den Berg herab in die Ebene. Und eine große Menschenmenge versammelt sich um ihn. Dies ist nun die Gelegenheit, bei der Jesus seine erste große Rede halten wird. Jene Rede, die bei Matthäus als Bergpredigt bekannt ist, bei Lukas jedoch als Feldrede bezeichnet wird. Der Unterschied ergibt sich daraus, dass Matthäus in erster Linie zu Judenchristen spricht und Jesus als den neuen Moses präsentiert. Jesus als der neue Moses steigt den Berg hinauf. Die Jünger treten zu ihm und er gibt ihnen wie Moses das Gesetz, in diesem Fall das Gesetz des neuen Bundes. Wir bleiben aber jetzt ganz bei der Feldrede nach Lukas, deren ersten Teil wir jetzt gehört haben. Ausdrücklich sind unter den Hörern jetzt nicht nur die Jünger, so wie Matthäus Evangelium, sondern Menschen auch, die aus dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon kommen, also aus heidnischen Gebieten. Bereits das Herabkommen Jesu vom Berg hat dabei eine theologische Bedeutung. Der Berg oder die Berge galten immer auch als Sitz der Götter, auch in heidnischen Mythen. Denken wir an die griechische Mythologie, wo der Olymp der Sitz der Götter ist. Die Berge also sind die Sphäre der Götter oder Gottes und Jesus kommt aus der göttlichen Sphäre herab zu den Menschen. Auch im Lukas-Evangelium beginnt die erste Lehrrede nun mit den Seligpreisungen. Bei Matthäus sind es 8 Seligpreisungen plus einer. Bei Lukas hören wir dagegen nur 4 Seligpreisungen, dafür aber 4 Wehrufe, die im Kontrast dazu stehen. Der Begriff Seligkeit, der hier verwendet wird, hat eine sehr viel tiefere Bedeutung als das, was wir mit Seligkeit verbinden. Makarios, das griechische Wort, beschreibt das größte Glück, das nach heidnischer Vorstellung für Menschen eigentlich unerreichbar ist. Nach heidnischer Vorstellung können nur Götter Makarios, also selig sein. Jesus aber spricht genau diese Seligkeit nun den Menschen zu, und zwar den Armen. Im Matthäus-Evangelium werden die Seligpreisungen wie ein abstraktes Gesetz genannt, das generell gilt: selig die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Im Lukas-Evangelium dagegen werden die Menschen direkt angesprochen: selig ihr Armen, also die, die jetzt da sind, die Jesus zuhören, selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Lukas spricht vom Reich Gottes, Matthäus vom Himmelreich. Denn wie gesagt, Matthäus spricht zu Judenchristen und vermeidet den Begriff Gott. Lukas muss diese Rücksicht nicht nehmen. Selig ihr Armen, es werden die angesprochen, die jetzt an den Umständen leiden. Selig, die ihr jetzt hungert, ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen.
Freilich preist Jesus nicht das Elend als solches selig, sondern weil sich die Umstände ändern werden. Den Armen gehört das Reich Gottes. Und dann werden die Hungernden gesättigt werden, die Weinenden werden lachen. Und die letzte Seligpreisung enthält die eigentliche Brisanz, die durchklingen lässt, warum sich die Umstände ändern werden, auch wenn das nur indirekt angesprochen wird. Dort heißt es: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen, um des Menschensohnes willen. Wie Jesus durch sein Wirken schon angedeutet hat, besteht ein wesentlicher Grundzug des Gottesreiches ja gerade darin, dass der Mensch, das heißt das Wohl des Menschen, ins Zentrum gestellt wird. Nicht die Religion, nicht der Kult, nicht ein Gesetz steht im Zentrum, sondern das Wohl und das Heil des Menschen. Und durch Jesus wird jede angemaßte irdische Macht ihre Legitimation verlieren. Jesus macht aus den Armen, die sich auf sein Wort einlassen und dem Gesetz des neuen Bundes folgen, freie Menschen. Aber keine politische Macht und auch keine religiöse Institution will wirklich freie Menschen, die selber denken, die frei reden und die zu eigener Einsicht kommen. Und deshalb müssen diese Leute auch mit Verfolgung rechnen. Genauso wie die Propheten auch, die in großem Freimut aufgetreten sind und jede angemaßte Macht entlarvt haben, so werden auch die Jünger, die Jesus folgen, in aller Freiheit mit Verfolgung rechnen müssen. Jesus sagt: Wenn es euch so geht wie den Propheten, dann freut euch und jauchzt an jenem Tag. Denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Was ist der eigentliche Lohn im Himmel? Es ist das gerettete Leben. Die Jünger sind zum Leben gekommen, ihr eigenes wahres Leben vor Gott konnte aufblühen. Im Kontrast dazu stehen die vier Weherufe. Und wir dürfen gleich festhalten, dass es sich dabei nicht um Drohrufe handelt, sondern um Klageworte. Das griechische Wort wai, mit wehe übersetzt oder mit weh übersetzt, entspricht der Totenklage. Ach weh, ihr Reichen. Ihr habt euren Trost schon empfangen. Ach weh, die ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern. Ach weh, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen. Und auch hier wiederum bringt der letzte Weheruf Klarheit, warum das so sein wird. Weh, wenn euch alle Menschen loben. Damit man von allen Menschen gelobt wird, muss man nach deren Pfeife tanzen. Ständig muss man bemüht sein, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Man muss sich verbiegen. Das kann eine Zeit gut gehen, eine Zeit kann man gut davon leben. Man ist gern gesehener Gast, man wird gerne eingeladen, man ist bei Festmählern, man ist gesättigt, man hat zu lachen. Aber im Laufe der Zeit fließt einem das eigene Leben weg. Man wird immer mehr leer und hohl dabei. Man verliert letztlich das Leben. Und wenn die Seele verloren gegangen ist, dann hat man letztlich alles verloren. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert? So hören wir es ein wenig später. Um welchen Preis kann man seine Seele zurückkaufen, heißt es im Matthäus-Evangelium. Nichts und niemand kann dieses verlorene Leben zurückerwerben. Und deshalb spricht Jesus diese Totenklage aus über die, die bemüht sind, jetzt das Leben zu gewinnen. Aber wie immer, wenn Jesus solche Wehworte ausspricht, dann ist es zugleich auch wie ein Ruf zur Umkehr. Die, die jetzt die Lachenden sind und die jetzt glauben, dass sie die Sieger sind, können immer noch aufgerüttelt werden und auch ihnen ist noch die Metanoia, also die Umkehr möglich, dass sie einschwingen auf den Weg Jesu, dass sie erkennen, dass sie eigentlich auch Arme sind vor Gott, dass der eigentliche Reichtum in etwas ganz anderem besteht, nämlich in jenem Leben, das nur Gott schenken kann.